So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen eigentlich mit Stargast Hannes. Ne? Das ist der Hannes. Moin. Der sitzt schon wieder am Stammtisch. Hier stehen schon die Duff Beers in der Happy Hello Beer Edition mit Kürbis drauf. Guckt euch das an. Eine ist schon auf, eine ist schon leer. Die haben wir aufgemacht, als wir uns die zwei Döner geholt haben. Sind jetzt durch die Stadt gelaufen mit unserem Homer Bierchen. Und gleich wollen wir die testen und euch sagen, wie die uns überhaupt schmecken. Aber ich möchte euch vorher ganz kurz mal diese Location zeigen. Wir sitzen ja immer hier an diesem Tisch und drumherum seht ihr schon, das sieht alles so herbstlich aus, so genial. Der Hannes ist das herbstlichste Wesen der Welt. Hier habt ihr noch grüne Wiese. Hier habt ihr alles kreuz und quer. Hier habt ihr so schöne Bäume, wie alles runterfällt mit gelben Blättern. Wenn ihr hier rüber geht, habt ihr komplett rote Blätter überall. Guckt euch das an, wie toll das ist. Ein roter Blattbaum, rote Gebüsche. Eigentlich sind die Gebüsche gar nichts, da ist nur alles reingefallen. Jetzt merke ich gerade, weil es vorhin geregnet hat, jetzt sieht man das ja noch, da ist überall Wasser drauf. Ich bin jetzt hier durchgeschlendert und jetzt habe ich direkt nasse Füße. Das sieht so toll aus und deswegen wollen wir jetzt dieses Halloween Bier Duff Tasting machen mit Hannes. Let's go! So, und da sind wir auch schon zurück und der Hannes hatte recht, so dunkel ist es gar nicht. Ich hatte schon wieder Flattern, weiß ich, irgendwas hatte ich auf jeden Fall und habe gedacht, das wird nichts mehr, aber guckt euch doch nochmal diese tolle Dose an im Halloween Special. Im Hintergrund hört ihr gerade circa 10-jährige Mädels, die sich gegenseitig sagen, ich schlag dich kaputt, Alte, ich schwöre dir, Bruder, was geht. Manche mit Kopftuch, manche ohne, ich weiß nicht, was hier los ist, richtig aggressiv. Wir lassen uns nicht beirren, wir sind der Hannes und der Ramses und wir sind ganz gemütlich unterwegs. Wir trinken unser Halloween-Bier mit dem Kürbis drauf. Übrigens, das sieht genauso aus, guck doch mal, das ist der Kürbis von der Dose, der genauso, ich habe mir damals das stechen lassen und dann haben sie das Duff-Bier extra für mich, weil ich so großer Simpsons-Fan bin. Haben sie jetzt meine Schulter da drauf geknallt. Das ist leer, warum auch immer. Die Dose ist ausgelaufen. Ach, ich habe es ja gerade erklärt. Das sind die zwei Biers, die wir jetzt noch übrig haben. Die Duff Biers in der Halloween Edition, die wir euch jetzt hier reinknallen. Danach wollen wir auch gleich noch Döner essen. Wir machen die jetzt erstmal auf. Oh, das hat es. Hannes hat Bock auf jeden Fall, das merkt man. Ja. Normal sind die ja rot einfach. Das sind rote Dosen, aber weil das die Halloween Edition ist, Happy Hello Bier, das ist Lagerbier mit 4,9%. Das besteht aus Wasser, Gersten, Malz, Hopfen, Extrakt und ist haltbar bis hier Boden. Den Trick machen sie immer, jetzt drehst du es rum und dann läuft alles raus. Also da ist mir egal, wie lange das haltbar ist, da gucke ich lieber nicht nach. Ich schenke mir das lieber erstmal ein. So, das schenken wir ein. Das Gute. Eigentlich richtig nicht so gute, aber trotzdem das gute Duff-Bier in der Halloween Edition 05. Zufällig auf der Goldenen Meile entdeckt. Ihr seht, die Goldene Meile ist echt genial. Da haben wir nämlich nicht nur diese Fireball-Shots gefunden und getestet. Wir haben auch die Duff-Biers getestet und gefunden. Und zwischendurch findet der Hannes auch plötzlich Brezen mit Butter, ja, in Hildburghausen, was er gar nicht gedacht hätte, weil ich habe die noch nie gesehen, dass es bei uns auch sowas gibt. Gut. Dein Bier hat mehr als mein Bier, das ist nicht schlimm. Hauptsache bei beiden ist der Homer drauf. Genau. Was sagst du erstmal zur Farbe? Ich muss sagen, das Farbe andere. Ist gut. Das andere, das hat, dieses Honigbier, was wir hatten, das hat ja im Extrem geperlt. Ich sehe den Homer doppelt um einiges größer als vorher. Der Homer ist dicker, wenn man von hinten guckt. Genau. Das ist schön auch wieder zum Durchgucken so. Ja. Also wenn ihr so macht, könnt ihr mich reden hören auf der Seite irgendwie. Das ist lustig, aber da perlt nicht so viel wie beim anderen. Wir nehmen jetzt mal einen Schluck, probieren das. Ich hoffe, Michael Myers kommt gleich und bringt uns um. Also, das ist so schlimm. Ich weiß nicht. Ich habe. ISPO wollte damals auch einen ganzen
Träger mitbringen. Ach, mit Duff Bier hat er gemacht, hat den ganzen Kühlschrank vollgepackt. Und er hat selber gesagt, das schmeckt überhaupt nicht. Ramses, das schmeckt gar nicht. Oh, ich bin so froh, wenn es endlich leer ist. Eigentlich ursprünglich wollte man den Swimmingpool damals mit Duff Bier füllen. Wow. Zum Glück haben wir es mit 500 Dosenbier gemacht. Denn je schlimmer und älter das Dosenbier wurde, desto besser wurde es. Aber ich glaube, das Duff, das geht gar nicht anders. Hannes macht schon wieder Thumbnails. Da ist immer noch was drin. Deine ist leer, oder was? Meine ist leer, ja. Ja, dann lass mich noch mal kurz abdrehen. Ja, klar, bitte. Ich meine, was es hat, es schmeckt nicht nach Spülmittel. Das ist wahr, ja. Es ist ja eigentlich auch nicht herb, es ist eigentlich auch nicht bitter. Eigentlich verziehst du das Gesicht ja nicht, weil es so penetrant ist. Ich würde eher sogar sagen, es ist mega wässrig am Anfang. Aber irgendwie trotzdem unangenehm, was ich nicht beschreiben kann. Also im Gaumen hängt das irgendwie irgendwas drinnen. Ich finde, ich kann dem einfach nichts abgewinnen. Ja, dann schauen wir halt noch, ob wir es jetzt rausfinden. Ja, vielleicht muss man einfach einen größeren Schluck nehmen und dann merkt man das besser. Deswegen lass mal das Gläschen probieren. Malz. Das Malz merkt man halt extrem. Oh, du bist schon fertig. Ich hab nur kurz geatmet, alles klar. Also ich glaube, wenn man das so trinkt, ist das nicht so schlimm. Dann hast du den Geschmack nämlich nur exakt einmal. Ach, so ist das Glas kaputt gegangen, jetzt verstehe ich's. Wenn du das so trinkst, hast du den Geschmack exakt einmal und das muss auch reichen. Damit wir einen anderen Geschmack kriegen, hat der Hannes noch zwei Döner besorgt. Vom McDöner, die haben nämlich jetzt ihre Außenfassade neu gemacht. Da ist jetzt ein goldenes McDöner Schriftzug, Logo, Dings, alles dabei. Serviette, noch eine, zwei Servietten. Nee, das reicht so, weil man nimmt eigentlich eine, macht die ganz groß und wie Bud Spencer tut man diese hier vorne so rein. Und dann hast du hier so eine schöne große Fläche, die hier. Das bringt überhaupt nichts, glaube ich, aber es sieht auf jeden Fall dumm aus. So muss es sein. Ja, genau. Das heißt, wir hoffen, dass die Döner jetzt den Biergeschmack überfüttern und es besser schmeckt als das Bier. Ihr könnt ja mal reinschreiben, auf was hättet ihr jetzt Bock? Auf einen Döner oder auf ein Duff-Bier? Das ist also ein kleines Halloween-Special, glaube ich, zumindest. Dass man das um die Halloween-Zeit hochlädt. Das ist Döner für 5,50 Euro. Sehr dünn, würde Leon sagen. 5,50, ich sehe schon hier Kraut, alles. Aber egal. Wir werden uns den jetzt reinhauen. Das ist unser Abendbrot. Kennt ihr das Duff-Bier allgemein? Habt das schon mal probiert? Habt ihr die Happy Hello-Bier, Halloween Edition schon mal gesehen? Die Dosen finde ich ja cool. Also so als Geschenk würde ich das auf jeden Fall immer mal mitnehmen und jemandem geben. Ich muss es ja dann nicht trinken, ich habe es ja verschenkt. Das ist das Beste an dem Duff-Bier. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und Prost. Ich würde dir jetzt erstmal Night beißen. Ja, weil. Mmh.